Und da sind wir wieder back bei Fallout. Hä, warum sind Hast die mir jetzt noch angezeigt? Für mich, Ritter? Habe ich das nicht jetzt mal schon gemacht? Bitte. Machst du dich über mich lustig? Klar. Ich weiß nicht, was das ist. Ach so, ich habe das Zeug ja schon abgegeben, genau. Klar bei dir. Der andere will wahrscheinlich auch noch irgendwas haben. Obwohl ich es schon längst abgegeben habe. Ja, willkommen zurück zu Fallout. Wir haben ja eben hier die, wie gesagt, den ganzen Schotter abgegeben und gehen jetzt raus, denn wir wollen den Good Neighbor ordentlich reinjuckeln. Wir haben da noch eine Mission, wo wir irgendwelche komischen Leute killen müssen. Und das gehen wir jetzt einfach direkt an. Ich öffne mich mal. So. Ja, ich muss die anderen kleinen Aufgaben noch ausschalten. Ich will die nicht angezeigt bekommen, wenn ich das eben schon gemacht habe. Put the fuck, dude. Ah. Ja, ihr habt es sicherlich schon gemerkt über die letzten paar Tage. Ich glaube, das kommt jetzt am Mittwoch, das Video. Ich habe echt etwas viel um die Ohren. Also mein Studium geht jetzt halt wieder weiter. Ich habe weitere Vorlesungen. Es ist zwar nicht mehr so arg viel, aber halt trotzdem hart. Und jetzt, ich stehe kurz übrigens, wundert euch nicht. Ja, und jetzt ist halt wieder so gut wie überhaupt keine Zeit mehr. Vor allem im Vergleich zu Semesterferien, da war ich halt rund um die Uhr am Stissel oder wäre es gewesen. Und jetzt geht es gar nicht mehr. Das ist ein bisschen kotig. Kann ich das hier ausschalten? Diese hier Blutproben kann ich ausmachen. Und die technischen Dokumente sind schon aus. Sehr schön. Okay. Ich habe die Auflösung hochgestellt. Hier bei Fallout. Denn ich habe die ganze Zeit in der normalen Fuller die Auflösung gespielt, obwohl ich ja jetzt hier mit dem dicken Bildschirm diese 20 so und so mal 1440 oder so einschalten kann. Das ist jetzt auch geschehen. Und jetzt sieht es echt ultra crikey aus. Also ich merke den Unterschied. Es sieht sehr, sehr schick aus. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch... Was sind das für Leute? Was sind das hier? Was sind das für Gegner? Ah, perfekt, Menschen, endlich. Wir können mal die Dinge ausprobieren. Die Gamma-Ding-Todesschütze. Die müsst ihr jetzt ultra reinhauen. Oh, was die Damage macht. Das haut die voll weg. Oh, ist das geil. Leute, ich mache nie wieder was anderes wie das Ding da oder wumm den ganzen Tag. Wie bitte? Oh, komm, wie sie fallen. Oh mein Gott. Ey, die ist ja ultra heavy. Okay, warte mal, was habe ich noch an Ding? 30. Oh Gott, das will. Ich habe so viele Granaten noch. Ich habe gerade die Granaten aufgemacht. Wir haben noch so viel Schotter. Hallo? Bitteschön. Aha. Ist der runtergefallen? Nee, ist er nicht. Aber der ist eben runtergefallen. Nein. Strong kommt hoch und killt. Oh shit. Strong schlägt sie einfach tot. Die sind beide gestorben. Krass. Okay, wahrscheinlich ist es halt hier auch eigentlich Billo. Wow, Leute, was ist hier los? Billo Betrieb. Gegner, ihr wisst schon, Gegnerlevel wahrscheinlich sehr, sehr niedrig. So leicht, wie wir die ummachen. Das kann eigentlich nichts Hartes hier sein. Hier sind bestimmt einige Level unter uns. Aber die Gamma-Ding ist halt auch krass. Die ist schon richtig heavy am Start. So. Gleisbolzen. Wir haben das Gleisbolzengewehr als... Oh, und da ist ein Dreierpack Klebekacke. Das Gleisbolzengewehr fehlt uns immer noch. Oder haben wir das schon bekommen? Nee, ne? Schauen Sie mal umgucken. Ach ja, und apropos umgucken. Nochmal vielen Dank an Paper. Paper to go. Ich habe ins Video reingeschaut. Also ich konnte... habe das gefunden, dieses Heft, das ich wohl verpasst habe. Das muss ich noch holen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Gutes Auge an dich, Monsieur. Sehr gutes Auge. Mitten im Spiel sieht er einfach ein Heft, das ich verpasst habe. An dem ich einfach vorbeigelaufen bin. Und man sieht es auch nur richtig, wenn man an der Stelle das Video auf 0,5 Geschwindigkeit stellt. Also das ist echt krass. Schön. Und ja, das werde ich noch abholen. Dann haben wir wieder eins. Ich habe mich ja gerade die letzten paar Folgen, glaube ich, beklagt, dass ich so wenige von den schönen Heften am Start habe jetzt im Moment. Das kommt irgendwie fast gar nichts mehr. Aber jetzt... Hi, boys. What are you doing, Dots? Bam! Er boxt mich! Und ja, ich laufe halt einfach dran vorbei an den Dingern. Ja, von irgendwas hatte ich 30. Ach, von den Mollys wahrscheinlich, ne? Kann man hier hoch? Ne? Müssen wir öfter Mollys schmeißen, wenn ich das so viel hab. Ja, irgendwie glaube ich, dass ich es drauf habe, ja? Komm her. Boom! Batsch! Mein Bein! Hier ist noch eins für dich. Oh, strong, du bisschen Fischgesicht, weißt du das? Ah,
Bald hasse ich diesen Strong. Boah, Headshot. Headshot. Was ist das Laberst du da oben? Was werde ich abgeben? Ich habe kurz Streamer verstanden. Was will denn der jetzt von mir? Soll ich jetzt für den Streamer oder was, mein Freund? Ich glaube, du übertreibst. Erzähl doch keinen Schmarrn, Mann. Guck mal, wie ich deine Mates kaputt reiß. Ich bin scheinbar genau der Richtige für diesen Job. Gut, hier ist nichts mehr. Doch. So. It's your boy. Skinny Skin. Skin Penis. Batsch. Bam. Hier, ihr Feiglinge. Deine ist gedanced im Feuer. Habt ihr das gesehen? Oh, Strong. Boy, kannst du kurz schlagen? Hopp, schlag jetzt Strong. Strong, er ist da immer noch. Du hast nichts gemacht, Strong. Du standest da und hast dich hinter der Säule versteckt. Du bist so groß, dass man dich easy gesehen hat, du Dösbottle. Mann, Mann, Mann. Das soll ein Komparator da sein. Der ist nicht gut. Der ist wirklich nicht gut. Ich hab hier ein nettes Paar Zementschuhe für dich. Ich für dich auch. Oh, fuck. Ich hab meinen Arm verkrippelt. Aber ich glaube, das war's. Und den Kopf verkrippelt. Das ist aber nicht schlimm. Wir pennen gleich eine Runde und dann ist das so wie im normalen Leben direkt wieder gut. Ah, da hinten. Hier sind doch überall diese kleinen Bettchen. Wenn du. Was? Du kannst nicht schlafen, wenn du dich gerade hinlegst? Hä? Hineinschleichst. Was labert denn? Nee, hineinschleichen. Die schleicht doch hier nirgendwo hinein. Naja, Strong, komm, wir gehen. Flup. Wir haben alle Strong Boy. Hab ich das schon gewusstet? Ja. Mir kommt doch jetzt noch 60 FPS lastiger irgendwie rüber. Krass. Obwohl ich nur die Auflösung hochgedreht habe. What the fuck, dude? What the fuck? Das sieht jetzt total fancy pantsy aus. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Unterschied seht. Das wird zwar nicht. Also die Fallout-Sachen rendere ich ja nicht. Das heißt, die würde ich jetzt nicht runter skalieren dann. Alle anderen Videos skaliere ich immer halt nur auf Full HD. Aber. Ja, hiervon benutze ich die Originaldatei. Aber in OBS stellt man ja, glaube ich, auch nochmal eine, auf welcher Auflösung man einnimmt. Oder habe ich da irgendwie Original? Das kann sein. Vielleicht ist hier dann ein anderes Ding möglich, also Auflösungsart, ich weiß es nicht. Früher, also ich habe vor ein oder zwei Jahren, oder vielleicht sogar, ist das vielleicht sogar drei Jahre her, habe ich angefangen, alles in 2 oder 2 und 4K oder 0,2K. Oder sogar, ich glaube sogar bis 4K habe ich alles hochgeladen. Aber das war einfach zu krass. Vom Aufwand her und ich glaube, es hat eh keine Sau geguckt. Also es hat zumindest nie jemand sowas gesagt wie, oh ja, 4K-Content, juhu. Und ja. Wo guckst du hier, Depp? Au. Au. Vor allem, was ist denn da gerade geplatzt? Ach komm, ich bin hier gerade am Platzen, glaube ich. Nervt mich schon wieder, dass wir noch dieses bisschen Rot da haben von der Verstrahlung. Ja, ist in Ordnung. Habt ihr hier eigentlich irgendwo auch Häfchen versteckt, oder? Bitteschön. Krass, man einfach gelegt. Wo kann man denn hier hin? Das war's schon. Kehre zu Whitechapel Charlie zurück. Ah, nee, das war nicht der Governor oder der Bürgermeister von der Stadt, sondern der Kerl unten im Ding. Unten in diesem Club. Der hat uns hier angewiesen, das hier zu machen, wenn ich mich recht entsinne. Oh, shit, man. Drop it like it's hot, dude. Ha, ein Stinkpack, danke. Und noch ganz viel Schotter. Halt. Das brauchen wir und das hat auch noch so eine Suchlupe. Die habe ich irgendwann mal aktiviert. Baba. Husch. Geil, okay. Das ging jetzt auch richtig flott. Unter 10 Minuten einfach mal das Ding hier geknackt. Wobei es ja auch letztendlich im Low-Rank-Gebiet war. Nehme ich einfach an, weil das war zu leicht. War einfach too litched. Hey. Nein, habe ich nicht. Oder vielleicht doch. I don't know. Hallo, Wurst. Charlie kümmert sich um die Drinks. Ja. Also, Charlie, wie sieht's aus? Krieg ich gerade mal ein bisschen Ding von dir oder was? Ist das was? Hallo. Hey, Charlie. Irgend so ein Kammerjäger soll die Ratten in den alten Lagerhäusern beseitigt haben. Du weißt von nichts, oder? Ratten? Nein. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Richtig. Oh yeah. Und ich hab keine Ahnung, warum ich dir Kronkorken geben soll. Komisch, was? Ja, echt merkwürdig. Mein Klient war sehr zufrieden, wie du das Rattenproblem beseitigst. Ja, ich will noch was haben. Nur singt die Truller so laut. Klar.
Dass ich wahrscheinlich einen ID-Treffer bekomme, so laut wie die kreischt. Habe ich irgendeine Waffe aufgehoben? Ah, das ist die gegen Roboter. Mhm. Hey, Tola. Okay, dann sind wir halt mal weiter mit deinem Scheiß. Ich muss jetzt einfach währenddessen durchlabern, dass es nicht erkannt wird als Soundspur. Deswegen laber ich einfach komplett durch. Ich brauche kurz gucken, ich muss kurz. Wer ist die Sängerin? Ich will sehen, wer will. Kann ich hier noch irgendwie? Nee. Heute nicht. Ich dachte, er hat noch ein bisschen Mischen für mich, die ich irgendwie erst annehmen muss. Halt, da hinten war, meine ich, auch jemand. Nein. Oh, das ist strong. Wie der Fernseher rammelt. What the fuck, strong dude? Stop it. So, können wir gehen. Halt die Treffer incoming. Halt. Oh, das ist direkt. Das darf ich gerade nehmen, das Zeug, aha. Was haben wir noch? Wir haben jetzt gerade nur diese kleinen winzigen Nebenaufgaben angekreuzt. Es ist noch irgendeine Waffe, die zu holen ist, glaube ich, aus irgendeinem Bereich. Ach so, nee. Ja, wisst ihr, was wir zuallererst machen? Das, was ich eben angebrochen habe. Das kleine Heftchen, das noch fehlt. Das holen wir uns jetzt. Es bringt dann nämlich immer noch mal einen Zusatzpunkt in oder für irgendwas. Und da würde ich schon gerne mal rein investieren. Etwas Zeit. In so einen Zusatz-Dart. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Oh, wir sind unten, aber wir haben das Boot runtergefahren, oder? Nein! Dude, how is this even possible? Ja, ich weiß nicht, wohin wir müssen. I know it because I know it. What the fuck? Warum sind wir hier verstrahlt? Lalala, lalala. Wir müssen hier hin und dann hier hoch. Wo will ich mich auskennen? Was passiert hier? Widerliche Geräusche. Hit the road, Jack. Deep, deep, deep. So, und zwar war es. What the fuck? Hier vorne irgendwo das Büchlein. Und zwar auf so einem kleinen Tisch. Ich esse gern Quiche. Ha! Habe ich das nicht gelernt letztes Mal? Alter, dumm, dumm, dumm ist das. Die nehmen wir auch mit. Hier war's da. Nee, nee, nee. Warte mal. Hello, Stealth Boy? Ist das Zeug wieder gespawnt? Ja, wollo, wollo! Das Zeug ist wieder gespawnt. Man kann hier nicht rüber, sehr merkwürdig. Das Zeug ist einfach wieder da, das finde ich gerade richtig nice. Könnt ihr mal aufhören? Scheißdinger da. So, es war oben. Ich habe mich gedreht und bin an irgendwas vorbeigelaufen, an so einem kleinen Tisch. Aber das geht damit leider nicht. So. Wir haben es bestimmt gleich. Wartet mal. Dieses Geräusch, das sind doch diese. Wer sind die Zikaden? Gibt's die hier überhaupt? Die gibt's auch nur in Japanese Japan. Hier, eigentlich. Ah, da vorne, das ist der Tisch. Ha! Geschichte eines Dörrfleischverkäufers aus Junktown. Erhalte dauerhaft bessere Preise. Sehr gut. Dankeschön, Mr. Papa Togo. Hör auf, mich anzugucken, du Lorch. Lörrach. So. Und schon können wir. Halluzigen machen. Das können wir eigentlich machen, oder? Komm, wir gehen mal zu Halluzigen Incorporated. Grognak der Baba. The Hairy Baby. Baby, also spricht man übrigens Baba aus in Englisch, naja. Wisst ihr, wie Herkules ausgesprochen wird im Englischen, jetzt ohne Flachs? Die sagen irgendwie Hercule oder Hercule. Hercule. Fucking retarded, isn't it? Yeah. Was hat das gekostet, das Ding? Steht kein Preis dran. Wir haben doch letztens irgendeine Zeitschrift im Ladebildschirm gehabt. Irgend so eine für Raumgestaltung oder sowas. Die hat irgendwie $32 gekostet. Das klingt irgendwie stark überteuert für so ein Scheiß, Klatsch, Ding. Oh, fuck. Who is they? Vorsicht. Strong. Go not too nah on me, please. Park Street Station. Okay. Wie, da ist nichts mehr. Was erzählst du da jetzt gerade mal? Hörst du das nicht, was da fliegt?
Mensch, hier, da fliegt doch was. Ach Gott, oder? Ach Gottchen, ach Gottchen. Ah, da. Naja, wir suchen jetzt mal das, was wir... Geil. Was ist hier los? Wie viel kann ich eigentlich noch mitnehmen? Immer noch ausreichend. Stimmt, wir haben uns ja ultra entleert letztes Mal. Oh, guck mal da. Ja, dann decken wir das nochmal zuerst. Ich speichere und gehe nah ran. Oh, warte mal. Missionar. Einer ist rot, anderer ist grün. Anwärter. Seid ihr dumm? Boys and Girls? Hallo? Amphitheater am Charles Aussichtspunkt. Was denn das? Ist das auch so eine komische Sekte? Hallo? Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? Also ich will so, Annie, bitte. Einmal, okay? Dankeschön. Hör, wie sie grinst. Ja, dich nehme ich auch. Warum fragst du? Denn wenn du solch ein Mensch bist, ist das der richtige Ort, Nächster. Strong! Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Um was geht es in eurer Bewegung? Schön, dass du das fragst. Unsere Mission ist nichts Geringeres, als das gesamte Commonwealth zu verändern. Leben für Leben. Vielleicht hast du mal in Bildern oder Geschichten erfahren, wie das Leben vor dem großen Krieg war. Vielleicht hast du dich gefragt, warum kann es nicht wieder so sein? Tja, Nächster, ich sage dir, dass es möglich ist. What the fuck? Was ist passiert? Was ist passiert? Leute, ohne Flachs jetzt. Das war hundertprozentig nicht. Das ist. Die sind ja abgestürzt neben uns, die Bruderschaftsvollidioten. Das gehört ja nicht dazu, dass die einfach. dass die einfach platzen. What the fuck, man? Okay, passt auf. Wir machen das so. Das ist nämlich eine Sache, die ich schon kenne. Das war jetzt echt. Das war. Wow. Ich speichere das hier extra, lade dann den Spielstand, den ich hier geladen habe, exerziere das kurz durch und dann überlegen wir uns, welcher Outcome besser für uns ist. Ja, ich lasse das kurz durchwursten. Also ich klicke ihn jetzt einfach durch, wenn er labert. Komm schon, Farming the Wastes, wann geht's weiter? Endlich jetzt gut. Aber ey, wenn die nochmal drin abstürzen, raste ich aus, gell? Leute, macht mir hier nicht die Scheiße kaputt, verpisst euch. Ich muss mit denen schnell sprechen. So. Willkommen, Nächster. Blablabla. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? So, Warum fragst du? Denn wenn du solch ein Mensch bist, ist das der richtige Ort, Nächster. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Ich kann echt nicht wegklicken. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang, bitte. Okay. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Wir nehmen das hier drüben kurz. Achtung, das hier. Ich habe keine Lust auf Verkaufstexte. Ein Verkaufstext ist das Letzte, was du von mir bekommst. Ich verkaufe nichts, Nächster. Ich verschenke die Geheimnisse von langem Leben, Glück und Wohlstand. Ich verschenke sie. Was meinst du? Bereit für den ersten Schritt? Wir drücken mal auf Ja. Bist du dir schuldig? In Ordnung. Fantastisch. Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Seit unseren Anfängen hat uns noch nie eine Säule verlassen. So. Verpisst euch mit eurem scheiß Helikopter. Oder ist es ja kein... Es ist ja ein Vertibird. So, er will, dass wir jetzt hier reingehen. Ja, ich setze mich hin. So. In Ordnung. Hoffentlich freust du dich auch so wie ich. Ja. Ich finde es besonders schön, neue Mitglieder in unserer Bewegung willkommen zu heißen. Der erste Schritt ist einfach. Du musst lernen, nicht mehr an materiellem Besitz zu hängen. Aha. Um wahren Reichtum, wahre Gesundheit und wahres Glück zu erlangen. Gib mir einfach alles, was du hast. Dann weihe ich dich als Säule der Gemeinschaft der ersten Stufe ein. Strong nicht Säule. Strong Hammer behalten.
Ich bin kein Idiot. Du hältst mich sicher für einen Idioten. Aber du bist doch hergekommen, oder? Du hast zwei Möglichkeiten. Gib mir alles, was du hast. Oder wir nehmen es uns. Tja, ich würde sagen, da hat sich das andere irgendwie geiler angefühlt. Deine Entscheidung, was du dagegen tun willst. So funktioniert das nicht. Strong muss ich direkt übertreiben. Jetzt hassen die uns halt alle, aber ich finde, das andere ist echt eine nette Geschichte. Jetzt ist einfach der Wörthi wird abgestürzt und hat ihn gefistet. Das ist doch geil, oder? Ich würde sagen, hier bleiben wir. Hier bleiben wir direkt. Hallo, Nächster. Ich hoffe, du entscheidest dich, eine der Säulen der Gemeinschaft. Ich würde den gerne aufheben, aber ich kann es irgendwie nicht. Und wir können die ja nach wie vor einfach noch alle ausrotten, die hier rumlaufen. Also, aber die machen uns ja nichts, nur er wollte uns ausnehmen. Okay, dann... Oh. Oh nein, das war doch die heiße Schnecke. Komm, wie sie die Augen zumacht. Das ist schön. Hui. Komm, den nehmen wir mit. Den Körper können wir vielleicht noch. Was labert ihr da, Leute? Hallo, bitte. Also, bitte. Etwas Contenance. Wir müssen da hoch. Hit the road, Jack. Hallo, sie gehen hintereingang. Ah, der Anal. Aha. Wir machen die einfach mal auf. Die Backdoor. Wir sind ja Meister. Glaube ich, oder? Komm. Wir sind Meister im Öffnen dieser Schalösser und das schaffen wir auch. Ha! Ich nehme an, dadurch haben wir einen Ultra-Vorteil. Wenn wir von hinten reinkommen. Ich habe die Mission auch schon mal gemacht, nur bin ich da von vorne rangegangen. Die habe ich sogar mal extra für YouTube gemacht. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Oh nein. Ein chemisches Leck. Oh nein. Wer sagt von euch Chemie? Ja, so ja, der kann sich unsicher machen, der eine. Das ist so ein bisschen eklig. Hop Strong. Holen dir, Strongy Boy. It's your boy, Strong Penis. Gunner-Notiz. Gunner-Notiz. So. Gunner-Notiz. Die haben zwei Gunner-Notiz. Ich habe die Bande. Okay, das haben wir, glaube ich, schon. Muss mich konzentrieren. Schreiben hilft vielleicht. Irgendein Gas im Labor. Als wir reingingen, strömt das aus. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Kamen die Belüftung überall hin. Alle drehten durch. Locke und Harold richteten die Waffen auf mich. Hab sie erschossen, glaube ich. Ein schlimmer Gedanke. Hab die Tür wieder verriegelt. Es darf nichts mehr nach draußen gelangen. Wenn ich warte, kann ich mich vielleicht anpassen. Ich muss das durchstehen. Ich muss. Es tut so weh. Ich kann sie hören. Stimmen. Sie kommen. Sie kommen. Aufhören, aufhören, aufhören. Kartoffelsalat. Hab es jetzt so schnell gemacht, weil, weil, ja, der andere andauernd durchlabert. War ja nicht noch irgendwas mit Halluzigen-Anweisung oder Anweisung für Halluzigen-Sack? Bin ich blind? Ja, ich bin blind wahrscheinlich, falls es da war. Sorry, I'm blind, dude. So, das sind die Kanister. Ich denke, das ist direkt auch einer für den Jockel. Der will ja genau sowas haben. Ort verwirrend, Strong. Zu viele Maschinen. Ausgezeichnet. Ort merkwürdig. Strong. Bitte das Gebäude evakuieren. Ortiborti. So, dritter Test war ein voller Erfolg. Der Admiral war beeindruckt und hat sich über Möglichkeiten der Bordinstallation erkundigt. Dein Invis-Wave besteht aus 5 Spiegeln, 2 gehackten Stealth-Boys und einer Falltür. Das ergibt einen sensationellen... Ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht, wenn ich die jetzt... Jetzt lesen wir praktisch von hinten rum alles durch. Das ist auch irgendwie kacke. Also... Es geht hier halt um eine Fabrik, die Kampfstoffe herstellt. Unter anderem eben ein Gas, das alle verrückt werden lässt, dass sie sich gegenseitig killen. Holy cow. Was zum? Das können wir aber. Ich glaube, wir können hier eine Ventilation anmachen oder so. Ja, man kommt halt von oben rein und überall sind Gunner, die sich gegenseitig bekämpfen und sich zerropft haben und sowas. Das habe ich gerade nicht geschaut. Shit, sorry. Fuck, ich muss mich jetzt konzentrieren. So. Pillage. Aha. Das hier, ne. Innen drin. Die Kontaminationsanarchie wird gestartet. Dumme Computer! So, jetzt sind wir hoffentlich komplett dekontaminiert. Alles cool. Sehr schön.
Ja, aber die alle mal gerade desinfiziert, die Bangert. Ja, und das Coole oder das also was ich sehr, sehr cool fand, ist, ein chemisches Leck was wir dann gleich hier finden. Das Gebäude, oh Gott, das evakuieren. Experte. Wir sind doch eben hier durchgekommen. Objective somewhere over the rainbow. Ich dachte, dass einfach alles falsch ist? Nee. Also. Ahaha. Ja, die Tür ist ja so oder so offen, weil wir von drin gekommen sind. Hilfe, die Stimmen. Wir kommen jetzt gleich in so einen Raum mit so ganz vielen Testkammern. Und da gibt es verschiedene Tests, die durchgelaufen sind. Hol's raus, hol's raus. Wie eben irgendwas das einen beruhigen soll und irgendwas. Oh, eine Minigun. Oh, was einen aggressiv macht und so weiter und so fort. Ja, du kannst dem Gas nicht entkommen, ja. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Ja. Bitte das Gebäude evakuieren. Höchst ambitionierter Sprecher. Wir müssen rausgehen jetzt hier aus dem Haus. Oh, das macht doch schon mal einen riesen Unterschied. Ja, Angst vor Strom. Hallo. Bitteschön. Das ist eine legendäre Gunnerfrau. Oh, hallo, Boys. Wisst ihr, was mich wundert, dass das uns jetzt nicht irgendwie trifft? Es ist ja schon echt eine krasse Ladung Strahlung, die da auf einen zukommt. Guck mir keine Schatten an. Kämpf doch mal gegen den, der hinter dir steht, Madame. Ja gut, also wer da hinter die Tür geht, ist natürlich schon ein Arschloch. Wo ist denn die andere Leiche, die hier war? Bitte schön. Ich geh einfach weiter, tschüss. Haha. Ey, wir sind ent... Habt ihr das gesehen? Wir sind Level Up und wir sind ent... strahlt. Wie ist denn das passiert? Hier habe ich damals im Video eine Frau, genau, die habe ich von hinten gejuckelt. Willkommen im Beobachtungsbereich von... Ach cool, das hier ist das Coole. An den Fenstern können Sie eine Vorführung unserer in Entwicklung befindlichen Produkte sehen. Man kommt das praktisch dann von da und muss da unten auch durchlaufen. Pellucigens Auslöscher bietet ihren Truppen eine hochmoderne Lösung für Dekontaminierungen im Einsatz. Bumm. Und sie ist direkt verreckt. Hohe Mengen von Reststrahlung verbleiben. Die Dosis kann sich je nach Sicherheitseinschätzung noch ändern. So, die ist gestorben. Jetzt gucken wir mal hier rein. Invisiwave ist eine spannende Neuerung im Bereich der Tarntechnologie, mit der unhandliche Generatoren der Vergangenheit angehören. Manche Personen können unter Umständen dauerhaft nicht mehr gehört oder berührt werden. Derzeit laufen weitere Forschungen. Nicht mehr gehört oder berührt werden. Bitter. Und wir haben ihn jetzt unsichtbar gemacht und seine Tür ist offen. Das wird nochmal ein Spaß. Für Abschaum brauchen Sie keine Waffen mehr. Testen Sie den Unterdrücker von Hallucigen, um selbst gepanzerte Ziele sicher und zuverlässig zu lähmen. Boah. Teilweise und oder vollständige Lähmung des Nutzers, der Beobachter sowie kleiner und oder großer Tiere umfassen. Wir raten zur Vorsicht. So, was haben wir hier? Hallucigen Gas. Zuverlässige Kontrolle von Menschenmengen seit 2055. Hallucigen Gas kann Krawalle schneller stoppen als jedes andere Produkt auf dem Markt. Und ohne deren unangenehme Nebenwirkungen. Vorsicht bei der Anwendung. Kann zu unvorhersehbaren Sinneseindrücken führen. Ha. Hohe Dosen können schweres Nierenversagen hervorrufen. Tja, was haben wir hier? Hallucigens Zerstreuer ist ideal, um Zivilisten gewaltlos aus Bereichen zu entfernen. Boah. Hallucigen ist nicht verantwortlich für Schäden, Verletzungen oder Todesfälle aufgrund von Massenpanik durch den Einsatz des Zerstreuers. Ha. Ja, hier ist ein chemisches Leck wurde entdeckt. Hier oben steht halt praktisch dann auch nochmal alles beschrieben, die Beobachtungen. Aber das habe ich, wie gesagt, alles schon mal gemacht. Ich kann euch jetzt auch gerne das Video verlinken. Ich fühle mich dann nur wie ein Wahnsinniger, wenn ich hier Sachen immer wieder aufs Neue vorlese. Wisst ihr, wie ich meine? Hier ist eigentlich noch irgendwo so ein Weg. Ist die Frau dort eigentlich gestorben? Davy, Davy, was machst du hier? Du bist tot, tot! Okay. Oh. Was ist für ein krasses Ding? Nehmen wir mal mit. Tja, und um diese Frau müssen wir uns, glaube ich, wieder... Ist es eine Frau? Oh, naja, ist ja nicht so wichtig. Und sie? Was zum... Warte mal, warte mal. Oh Gott, damit fliegt er sowas von weg.
Du musst runterfallen, jetzt hier hoch, du Dummkopf. Tschüss, Davy. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Hallo. Eins. Und zwei. Und drei. Das war ein bisschen arg viel für eine Person. Oh, das Ding ist von überladen gerade. Bye bye, critical for you. Boah, krass. Die drückt so brutal rein, die Wumme. Auch wenn man nicht genau trifft. Schon wieder so ein Schwert. Auch wenn man nicht genau trifft, klopft sie einfach weg. Hier ist auch nochmal ein PC. Ich arbeite das jetzt einfach so mit Hans Wurst Tactics durch. Oh, habe ich es gesperrt? Dumm. Egal, ich lasse es jetzt so scheiß drauf. Ich habe, glaube ich, keinen nahen Speicherstand. Wie gesagt, alles schon erledigt in einem anderen Video vor einem Jahr oder sowas mal. Als eben diese Erweiterung rauskam. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Da dachte ich, ich bin cool, wenn ich so eine... wenn ich sowas mal durchspiele. Und euch das zeige. Wartet mal kurz, bevor wir jetzt hier arg verruddelt laufen. Ah. Aber wir sind überladen. Sag doch was. Ja, das Schwert brauchen wir nicht. Ist immer noch überladen. Wegen dem Ding. Reduziert den... scheiß doch der Hund drauf. Menschen, als wenn wir oft gegen Menschen kämpfen. Und wenn die... Wenn wir gegen die kämpfen, dann haben sie eigentlich nie eine Chance gegen uns. Hallo. Genau, so kommt man dann nämlich eigentlich in dieses Teil hier rein. Und zwar geht's hier in dieser Einzelle hoch. Bitte das Gebäude evakuieren. So, hier ist aber immer noch der Unsichtbare. Denkt dran. Den sieht man so ganz leicht. Shit, das hier war, glaube ich, seine Behausung. Vielleicht hat er, wurde er jetzt auch schon gekillt hier unten von denen, das kann sein. Oder er ist in einen anderen Raum reingelaufen, wurde dann dort erwischt von dem Mittel. Hier ist die Frau. Shit, die, hier ist noch voll die Strahlung. So wie die Trulla im Ding auch angekündigt hat. Das Gas. Ha. Ja, es ist schlimm mit dem Gas, gell? Du trägst zu viel und kannst nicht laufen? Okay. Ich werde... Bitte das Gebäude evakuieren. Da muss ich irgendwo hin, wo es keine Decke hat. Bye, bye. Immer noch zu fett. So, jetzt geht's wieder, ne? Nee? So, wie viel wiegen wir denn jetzt? Immer noch 2 Kilo zu viel. Wir haben doch bestimmt wieder Scheiß dabei, oder? Sowas wie Quantum, ja. Die müssen wir halt dann bald mal ablegen, die blöden Quantum-Dinger. Ah, das legen wir jetzt weg. Haben wir da irgendwelche Mods? Mach ich auch mal weg. Und dann legen wir halt noch so eine... Irgendwas Dummes, was wir eh nicht brauchen. Wir legen noch mal... Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude Kupfer evakuieren. Haben wir einfach so dabei. Wir legen den Schraubenzieher weg. Wir legen vor allem, na doch, Schrauben. Wo ist denn das Ding jetzt? Schraubenzieher legen wir mit. Und Schneidebrett. Und irgendwas, wo noch Holz drin ist, weil Holz haben wir eh andauernd. Holz und Stahl, ja, komm. So. Holz finden wir ständig. Die Strahlung ist ja immer noch am Stüssel. Genau, jetzt kommen wir in diesen Raum hier. Wo ich eben die Nades runtergeschmissen habe. Hier sind auch nochmal so Quartalsaufstellungen und hin und her. Und hier geht es jetzt auch gleich wieder raus. Und dann haben wir die Halluzigen-Geschichte auch direkt erledigt und können dem Dödel, der Kerl aus dem Hotel, dem wir auch den Saufkumpan da gegeben haben. Wiederhole, ein chemisches Leck wurde entdeckt. Hier. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Der macht uns da was Leckeres draus, irgendeine geile Ultradroge wahrscheinlich. Aha. Krass, dass die alle schon tot sind. Also ich erinnere mich, genau, die sind eigentlich... Oh, jawohl, Jackpot. Die sind eigentlich alle alive. Wenn man hier reinkommt und muss halt gegen die kämpfen. Aber die sind so verrückt, dass sie sich gegenseitig auch bekämpfen. Und weil wir von hinten kamen, haben die sich jetzt bis dahin schon zum Großteil auseinandergezogen. Also es hat auch seine Vorteile. So. Ich würde gerade sagen, noch einmal aus Spaß, dann gucke ich nach. Wie es, der guckt, achte ich drauf, aber okay, hat voll so gepasst. Rechtsvollzug.
Und aktivieren. Let's go, Boys. Die helfen uns jetzt so ein bisschen. Der ist auch schon... Oh, fuck! Jetzt ist er bestimmt geplatzt. Er hat ein Bein verloren. Geht er noch? Ich gehe noch kurz entlang. Aha. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte schon... das Gebäude evakuieren. Wow! Fuck! Gegen was hat die denn gekämpft? Bitteschön. Und warum bin ich schon wieder... Jetzt habe ich das Zeug da aufgehoben, bin wieder überladen. Kurz weg mit dem Schombel. Au! Der Stuf. So. Und die haben alle so viel Cash dabei. Und jetzt ist hier auch wieder ein PC, der eben auch wieder nur Infos enthält. Ich mache die jetzt nur einmal, damit wir die Erfahrungspunkte bekommen. So, Cobra. Mhm. Das könnte sein. Okay, Keeps. Wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Das ist schön. So. Okay. Ah ja, und die Zeit ist auch voll. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.